Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Als erstes gehen wir wandern zusammen bei herrlichem Wetter auf den Prägestolen. Danach ein Update in Sachen Liege reservieren. Den Film werdet ihr lieben, das Thema. Und dann zuletzt Zeit fürs Meer. Das sollten wir uns auf jeden Fall nehmen. Und jetzt viel Spaß. Und gleich als erstes, wie versprochen, ein wunderbarer Ausflug bei herrlichem Wetter auf den Prägestolen in Norwegen. Ein Klassiker sozusagen, wenn es um Ausflüge geht. Wenn ich die Bilder sehe, muss ich ehrlich sagen, mir kribbelt es immer in den Beinen, weil es da so steil runtergeht. Und ich bewundere jeden, der das gemacht hat. Und vielleicht traue ich es mich auch eines Tages. Und hier der Film. Wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier am Parkplatz des Prägestolen. Eine wunderschöne Wanderung liegt vor uns und ich wünsche uns gemeinsam viel Spaß. Yes! Es ist schon anstrengend, aber es geht auch noch. Also es sind noch Reserven da. Die brauchen wir auch noch. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Treppen steigen muss, aber gut. Wunderschöne Aussicht. Was meint ihr, was kommt jetzt noch? Ich denke, wir sind gleich da, oder? Da sind wir noch. Wirklich ganz prima. Gut. Sehr schöner Spaziergang. Tolle Landschaft, die haben wir ja immer im Fernsehen gesehen. Wir sind hier angekommen am Prägestolen und ich würde sagen, wir genießen einmal gemeinsam den wunderschönen Ausblick von oben. Ja, ihr Lieben, ganz ehrlich, wir alle vermissen es so sehr. Wir wollen so gerne wieder an Bord. Und selbst die Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben, vermissen wir inzwischen. Sentimental. Ihr seht's, ich habe mein Handtuch dabei, ich bin tipptopp vorbereitet. Und wenn ich nur bitte, endlich wieder fahren kann. Und ich verspreche, ich werde keine Liege reservieren. Niemals. Höchstens eine. Thank you.
geil. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nein, der frühe Vogel fängt die Liege, auf das ich stets die erste kriege. Der frühe Vogel fängt die Liege, auf das ich stets die erste kriege. Eine Liege an die Bar. Eine oben gleich beim Spa. Eine in der Sonne wär ganz schön. Du hast dir das Gedicht nicht gemerkt. Schnitt. Der frühe Vogel fängt die Liege, auf das ich stets die erste kriege. Eine direkt an der Bar. Eine oben dann beim Spa. Eine in der Sonne wäre ganz schön. Nein, nur in der Sonne. Wonne, Sonne. Bei allem, was uns heilig ist, wir kriegen eine Liege. Der frühe Vogel fängt die Liege, auf dass ich stets die erste kriege. Eine unten an der Bar, eine oben gleich beim Spa. Eine gerne in der Sonne, da lieg ich bauchfrei, dann mit Wonne. Eine im Schatten wär auch ganz schön, mit Buch beschwert, so kann man essen gehen. Entspannt kommen dann alle zurück, vier Liegen braucht der Mensch zum Glück. Und jetzt, ihr Lieben, könnt ihr euch zurücklegen und träumen. Zeit fürs Meer. Bitteschön. Ach, ist das herrlich. Zeit fürs Meer. Und jetzt nehmen wir uns mal Zeit für die Liebe. Auch ein ganz wunderbares Thema. Und zwar bald ist ja Valentinstag und jetzt brauche ich eure Hilfe. Und zwar postet doch bitte mal hier unten drunter Bilder, mit denen ihr am liebsten den Valentinstag an Bord verbringen möchtet. Eure Lieblingsperson, euer Lieblingsmensch, euer Partner, egal wen. Hier unten drunter. Wir werden die Bilder hinterher verwenden und werden ein wunderschönes Video daraus machen. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der großartigsten Musik. Viel Spaß und gesund bleiben. I'm loving angels instead.
unser Talent 4, Thomas.